Ich habe hier in Berlin auch meine ersten Semester studiert und der PrEP-Kurs, die Arbeit in der Anatomie, das ist so eine Art Initiationsritus für die Mediziner. Und ich habe damals schon so nebenbei so Kurzgeschichten geschrieben. Und ich erinnere mich noch, dass ich eine geschrieben habe, wo ich vermutet habe, dass die Seele im Blinddarm sitzt. Und dass dann die Leute doof dran sind, denen man den entfernt hat, ohne es zu wissen. Was da drin steckt, ist natürlich die Frage, wo steckt denn die Seele? Also über Jahrhunderte dachten die Menschen eben, sie sitzt im Herz. Und der schlagendste Gegenbeweis, ich habe da auch in Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch, ist eine kleine Geschichte darüber. Nach einer Herztransplantation lieben die Leute, die mit dem neuen Herzen weiterleben, meistens noch ihre alten Partner. Also nicht plötzlich den Hinterbliebenen des Spenders. Das ist ein schlagendes Argument, dass die Seele sozusagen mit dem Herzen nicht mittransplantiert wird. Das heißt, so unromantisch das klingt, wahrscheinlich sitzt die Seele irgendwo zwischen den Synapsen. Kurioserweise haben die Griechen zum Beispiel noch gedacht, dass die Seele im Zwerchfell sitzt. Und das finde ich als Komiker wunderbar, denn das Zwerchfell ist der Muskel des Lachens. Das ist die Trennlinie zwischen Atmung und Verdauung, zwischen sozusagen unserer feinstofflichen Ebene und der materiellen Ebene. Und da hüpft das Herz auf dem Zwerchfell. Und das Wort Schizophren heißt wörtlich gespaltene Seele, gespaltenes Zwerchfell. Deswegen liebe ich auch das Hörbuch zum Beispiel zu lesen vor vielen Leuten. Wenn die alle an derselben Stelle lachen, ist das wunderbar. Nicht nur für mich, sondern vor allen Dingen für die Leute. Denn die merken, ach, ich bin ja damit nicht alleine. Und gerade wenn man Passagen hat, die so peinliche Situationen oder auch unangenehme Wahrheiten aussprechen und plötzlich lachen um mich herum alle, dann denke ich, ach, siehst du, ich bin ja doch gar nicht so anders wie die anderen. Und das ist, was letzten Endes sehr befreiend ist und was vielleicht auch therapeutisch ist. Hier an der Bar jeder Vernunft begann meine Karriere auf der Bühne. Hier in dem Zelt nebenan, deswegen auch ein bisschen durch den Wind ein Knarzen manchmal vielleicht zu hören. Für sie gab es Mitternachtsshows. Und hier habe ich während meines Studiums schon dann in den Wochenenden moderiert und meinen eigenen Stil entwickelt. Ich erlebe immer wieder, wenn ich live vor Menschen auftrete, wie unmittelbarer und wie viel direkter, wie viel herzlicher eine Atmosphäre entsteht, wenn da keine Kameras dabei sind und auch keine Trennwand und auch keine Mattscheibe zwischen dir und den anderen. Und so gesehen ist für mich Fernsehen ein Weg, viele Menschen zu erreichen. Ich bin dafür total dankbar, dass ich das moderieren darf, große Shows, spannende Shows mit einer tollen Redaktion, wo viele interessante Themen vorkommen, wie jetzt beim fantastischen Quiz des Menschen oder auch bei Frag doch mal die Maus. Dahinter steckt etwas, was mir sehr nah ist, nämlich so natürliche Neugier auf, wie funktioniert das, was steckt dahinter, und auch das Ganze ein bisschen spielerisch anzugehen. Also wenn man da mit einmal 5 Millionen Leute erreicht, so lange kann man gar nicht touren, bis man 5 Millionen hat. Ich bin nicht besonders diszipliniert. Da können Sie jeden fragen, der mit mir zu tun hat. Ich bin zum Glück umgeben von Leuten, die disziplinierter sind als ich und die sagen, erstens mein Leben organisieren und zum Zweiten habe ich eine Redakteurin, eine Wissenschaftsjournalistin und einen hervorragenden Rechercheur, der von sich aus schon immer im Netz und in allen Fachzeitschriften guckt, was mich interessieren könnte. Und der weiß inzwischen sehr genau, was sagen für mich die spannenden Themen sind, was kuriose Ergebnisse sind. Und so bleibe ich auch auf dem Laufenden. Und ich werde auch viel für Arztkongresse gebucht. Ich habe meine Stiftung Humor hilft heilen, wo ich viel auf Ärztekongressen, auf Krankenhaustagungen und sowas präsent bin. Und da schnappe ich halt viel auf. Ich glaube, meine größte Stärke ist, live aufzutreten und auch dann Formulierungen zu finden, also auch geschrieben oder auch gehört dann aufgenommen zu werden. Das klingt so, als wäre ich ein Medikament. Ich habe als Schüler schon so kleine Zaubershows gemacht, auch war dann in der Schülervertretung, habe da auch schon in unserer Schülerzeitschrift witzige Glossen geschrieben. Also so richtig überraschen tut es niemanden. Dass es mal so eine Riesenwelle werden würde, das hat keiner vorhergesehen und ich auch nicht. Das war's!